Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Tagesschau schrieb auf ihrer Website am 20. August 2020, ich zitiere, am Wahlabend und in den Tagen danach gab es während des Internet-Shutdowns für viele Belarussen nur eine einzige Informationsquelle, die Messenger-App Telegram. Freie Medien waren blockiert, Facebook und Twitter ebenso und, mein Lieblingsteil, das Staatsfernsehen verschwieg die Proteste. Nur auf Telegram konnten die Protestler sich untereinander verständigen. Zitat Ende. Einige Wochen später konnten wir bei der Deutschen Welle nachlesen. In der Telegram-Gruppe, eine von Dutzenden in ganz Minsk, geht es nicht nur darum, die neuesten politischen Nachrichten zu verbreiten. Die App ermöglichte es, improvisierte Versammlungen im Hof zu organisieren. Demonstrierende helfen sich hier gegenseitig, wenn einer von ihnen auf der Flucht vor der Polizei oder in verschlossenen Treppenhäusern von Minsk Schutz sucht. Zitat Ende. Verbotene Demos, tendenziöse Staatsmedien, teilweise eine übergriffige Polizei, blockierte oder gefilterte Informationen aus dem Internet. Dinge, die wir wohl alle noch vor wenigen Monaten eher in Staaten vom Range Weißrusslands angesiedelt hätten. Sie haben längst auch hier im Land Einzug gehalten. Mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, NetzDG, haben ihre Parteien, also CDU, FDP, SPD und Grüne, die freie Meinungsäußerung in sozialen Medien wie bei Facebook oder Twitter inzwischen zu einem Lottospiel gemacht. Sie haben den Betreibern dieser Netzwerke hohe Bußgelder angedroht, wenn sie rechtswidrige Inhalte nicht löschen. Keine Strafe droht dagegen, wenn rechtmäßige Inhalte willkürlich gelöscht werden. Die Unterscheidung zwischen rechtmäßig und rechtswidrig haben sie ausgelagert und den Internetkonzernen überlassen, die in mysteriösen Löschzentren durch Hilfskräfte hunderttausendfach Entscheidungen treffen lassen, die eigentlich hochkomplexe Rechtsfragen sind. Fühlt sich ein Bürger zum Beispiel bei Facebook zu Unrecht gesperrt oder wird sein Kommentar zu Unrecht gelöscht, kann er zwar einen Widerspruchsbutton anklicken, aber der Betreiber teilt ihm dann lakonisch mit, dass er den Widerspruch wegen Corona, wie es heißt, nicht bearbeiten könne. Der Hamburger Rechtsanwalt Steinhöfel hat auf seiner Wall of Shame, die im Internet zu finden ist, inzwischen unzählige Fälle widerrechtlicher Löschungen und Sperrungen archiviert und glücklicherweise auch viele Erfolge vor Gericht dagegen erstritten. Ein Gang zum Anwalt ist für viele, übrigens auch für mich in mehreren Fällen bereits, der einzige Ausweg gegen diese Willkür. Viele User aber können oder wollen sich verständlicherweise nicht in das Prozessrisiko begeben und suchen nach Alternativen. Und die Alternative heißt in Deutschland, nicht anders wie in anderen Staaten, eben Telegram. Der Anbieter entzieht sich hier wie dort bewusst staatlicher Gewalt, die nur darauf ausgelegt ist, die Meinungsfreiheit einzuhegen. Meine Damen und Herren, ja, die Meinungsfreiheit hat Schranken. Diese Schranken bestimmt aber unser Strafrecht mit klar definierten Tatbeständen wie Volksverhetzung oder Beleidigung. Darum geht es Ihnen aber ersichtlich nicht, weder einem Justizminister Buschmann von der FDP noch einer Innenministerin Faeser von der SPD. Die wollen nicht nur Straftaten verfolgen, die wollen den Korridor des Sagbaren verengen. Und dazu verwenden sie eben keine Rechtsbegriffe, sondern Kampfbegriffe wie Hass, Hetze oder Fake News. Und was ist das, meine Damen und Herren? Wo ist das definiert? Ist es nicht zum Beispiel Hass, wenn sich mein Kollege Dr. Vinzenz und ich auf einer Todesliste eines radikalen Impfgläubigen wiederfinden? Wo war da eigentlich Ihr Aufschrei? Ist es keine Hetze, wenn einer der führenden Exponenten dieses Staates, der unselige Bundespräsident, anfängt, Bürger zu diffamieren, die für ihre Grund- und Freiheitsrechte demonstrieren gehen? Und liefert nicht Herr Lauterbach nahezu im Wochentakt immer neue Fake News, zuletzt die angeblich 500 Omikron-Toten täglich im Falle von Lockerung. Da hört man irgendwie erstaunlich wenig von Ihnen und das müssen Sie sich dann schon vorwerfen lassen. Anscheinend ist es immer nur Hass, Hetze oder Fake News, wenn es die anderen machen. Und deshalb möchten Sie eben den Informationsfluss zu den Menschen
kontrollieren. Deshalb blähen sie die teuersten Staatsmedien der Welt immer weiter auf. Deshalb machen sie Facebook und Co. zu Hilfszensoren. Und deshalb haben sie auch so eine Abneigung gegen Telegram, wo man diese schäbigen Spielchen nicht mitspielt. Meine Damen und Herren, wir, die AfD, halten unsere Bürger für klug, genug, um sich, ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin, um sich selbst ein Bild von der Welt zu machen. Die brauchen keine Oberlehrer in irgendwelchen Parlamenten und Regierungen und keine Zensoren. Die brauchen Freiheit und die bekommen sie von uns, von der AfD. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Tritzschler.